Wunderschönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, es ist 7 Uhr morgens, wir sind ein bisschen zerstört. Ich muss sagen, die Nacht war nicht so gut. Ich habe gestern Kopfschmerzattacke kassiert. Sabibo, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Es war kein Spaß, die Nacht nicht so gut geschlafen. Trotzdem ist die Motivation so groß, dass ich jetzt alles weggepustet habe. Kopfschmerzen sind weg. Der Rinjani, die Spitze oben, ist frei. Das Lombok-Taxi wartet schon. Wir haben gerade noch lecker gefrühstückt, sind jetzt wohl gestärkt für den Start der Reise. Wonderful good morning. Ja. Seid ihr ready? So was von. Pagi, c'est moi? Pagi! Apa kabar? Baik! C'est moi siap? Siap! Adi hilang behind the sunglasses. Sardi, good to see you! Sardi war der Guide auf unserer ersten Tour. Ich weiß tatsächlich nicht, warum ich das nochmal mache, weil es mich komplett auseinandergenommen hat, das letzte Mal. Aber für die erste Malerfahrung in diesen wunderschönen Gesichtern, dafür bin ich bereit. Haben wir Toilettenpapier? Ich frage meinen Helfer. Toilettenpapier ist das Wichtigste, Leute, auf so einem Trip, Alter. Ihr wollt nicht mit einem dreckigen Arschloch da durch die Berge bei der Sonne. Er geht das schon wieder los. Hey, weißt du, was ich mich frage? What's going on with your face? Du hast noch ein bisschen Creme in der Visage. Hast du gerade noch eine Leine gezogen, damit du fit bist? Liebe Leute, wir befinden uns gerade noch im Rinjani Lighthouse. Das ist in Senaru. Wir fahren jetzt eine Stunde mit dem Lombok-Taxi. Ihr seht, es ist schon voll bepackt nach Sembalun und werden dann von dort aus die Reise beginnen. Sowas von nicht ready. Wir müssen hier direkt nochmal in den Laden rein, ein bisschen was einkaufen. Wir haben jetzt hier noch Stirnlampen besorgt, denn meine Longboard-Tour-Stirnlampe habe ich nicht gefunden. Mila hat so lange damit gespielt, bis sie irgendwann irgendwo verschwunden ist. Hübsch, Brudi, hübsch. Dein Gesicht wird anders aussehen, wenn wir da oben ankommen heute Abend. Shugi, are you ready? Ready! Terlalu tinggi. Bagus, let's go! Ist, glaube ich, zu spät, um auf den Pott zu gehen, oder? Also, du hast jede Menge Gebiet, um es zu befüllen. Um einen Dünger in die Welt zu setzen. Die Pflanzen brauchen das, Trockensaison. Wie spät haben wir es? 9.37 Uhr. 9.37 Uhr, bereits 200 Kalorien verbrannt. Wir befinden uns auf 1 Kilometer Höhe und werden jetzt auf 2, auf der Gartenstand aber 1200 Meter. Ja. Eine Lüge. Da kannst du gucken. Wir sind auf 1 Kilometer 33 Meter und werden nun auf 2600 Meter ansteigen. 1600 Meter, let's go. Wieso gehen wir denn nach oben? Man beachte die Schuhwahl. Wir beide mit Softsohle und Sneakern. Kein Profil. Werden auf jeden Fall Probleme haben. Rafa ist der einzig wahrhaftig Professionelle hier. Rafi hat Wanderschuhe an. Ich bin sehr stolz. I'm very proud of you, Suga. You got really good shoes. Look at this. You have This is good shoes. Yeah, sorry. This is crazy. You flip-flop. I'm jealous. What do you mean? If you wear flip-flops now, you're gonna die later, because we're not used to it. Oh ja, das womöglich professionellste Schuhwerk haben die Porter. Die gehen entweder mit Flip-flops oder barfuß nach oben. Raffi, ich habe gedacht, du bist den Everest hochgejoggt mit noch mehr Kilos auf dem Rücken. Ich habe das Gefühl, ich sehe ein kleines Ach du Scheiße in deinem Gesicht. Papalapap. Du hast auch keine 35 Grad, Alter. Wir haben gerade mal kurz nach 10 und es brutzelt. Ist gut, das ist der einfachste Part jetzt. Easy going. Überleg, meine Schuhe auszuziehen. Warum das denn? Meine rechte Ferse leicht gereizt. Jetzt schon? Das letzte Mal, wo ich so lange Schuhe getragen habe wie jetzt gerade, war vor einem Jahr, als ich hergeflogen bin, so ungefähr. Das ist natürlich krass. Ja, das war das, was mich letztes Mal gekillt hat. Blasen an den Füßen. Die ein oder andere wirst du schon willkommen heißen. Sehr bald wahrscheinlich. Ja, die Frage ist, ob man da vorbeugt, jetzt wo es gereizt ist, wo es flach ist noch hier, oder flach in Anführungsstrichen, ob man da nicht lieber die Schuhe auszieht, um ein bisschen Zeit zu regenerieren zu geben, und so in 2 Stunden das wieder anzieht. Try. Gar keine so dumme Idee. Ich mach's nicht. Er zieht die Schuhe aus. Er hat doch einen an der Marmel, ey. Du Marmelberger. Das stimmt, kann's nicht sein. Digga. Das mache ich Linas Challenge hier. Sie wollte barfuß den Rinjani hochgehen. Also Lina, wenn du das siehst hier, Mindset, alles Mindset. Wir sprechen in 10 Minuten nochmal. Bro! Almost break time. Smoking stop. Really? I think so. That'd be amazing if you stop smoking. An dieser Stelle großes Dankeschön an meinen Schatz. Sabibo hat an Nüsse gedacht. Das ist geil. A nuts in the brain. Oh, Pistachio. Oh.
So, liebe Leute, wir haben es zu Post 2 geschafft. Hier ist der Ort, wo wir Mittag essen. Im Vergleich zum letzten Mal, dass wir hier waren, muss ich sagen, sind wesentlich mehr Menschen hier. Das liegt aber auch daran, dass wir das letzte Mal natürlich auch so in den Endsträngen der Corona-Zeit hier waren. Heute scheint der Berg voll zu sein. Ausgebucht, haben wir gehört. Dementsprechend sehen wir hier auch die Massen, die sich gerade die Energie wieder zuführen. Wir sind jetzt auf 1522 Meter. Und ich muss sagen, ich fühle mich wesentlich besser als das letzte Mal. Wahrscheinlich, weil ich durch die neue Morgenroutine jetzt auch wesentlich fitter bin. Schauen wir mal, wie es den anderen geht. Du bist eben am Ende noch mal so ein bisschen vorgerusht, ne? Ja. Fühlt sich gut? Ich fühle mich super. Du siehst erschlagen aus. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wir füllen deine Muskeln jetzt wieder mit Essen auf. Ja, wir haben wieder dieselben Leute aus dem Team. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Essen wieder fabulös wird. Blasen-Update? Hinten ist super. Nur noch hier die Kleine, jetzt glaube ich aber. Alter, das wird eine Riesenblase. Nächste Etappe wieder Schuhe. Ja. Noch lachst du? Noch lache ich. Scheiße. Erste Invaliden schon am Start. Suga was saying, he doesn't know if he can make it up the hill. Now he changed his mind and now he wants to be a porter. Also, you were just faking? Yeah. How much did you ask? Maybe 20 kilo? 20. Is it more than 20 kilo? Oh, looking bagus. Terima kasih. One team, one love. Are you ready for Anjani? Yeah! See you on the top. Jetzt bei Post 3, letzte Pausestation. Endlich bist du auch da, wir warten schon seit einer halben Stunde auf dich. Ist ja nicht so. Es hat über einen Monat nicht geregnet. Die Klamotten waren vorhin zu schwer. Wir hatten eine leichte Misskommunikation. Wir dachten, es wären 4 Träger mit, die hätten dann unsere Sachen mitnehmen können. Aber jetzt sieht es halt so aus, dass wir unsere Klamotten selbst tragen müssen. Ich habe die Hälfte jetzt zurückgelassen, darunter die Regenjacke. Kann ja nicht wahr sein. Ich hab nicht mal eine Regenjacke. Ja, du hast aber auch kein Kameraequipment. Das stimmt. Was überlebenswichtig ist für uns. So, wir sind jetzt auf ca. 1800 Meter. Wir haben noch 800 Meter to go. Bang, bang. Oh, there you go. That's time for bang, bang, Freunde. Das ist auf jeden Fall das bessere Bang, bang. Man sieht den Boden schon, Brudi. Nicht übertreiben. Wir wollen die noch für die nächsten 3 Tage haben. Ich war heute noch nicht kacken, Alter. Verstopfung? Ohne Scheiß. Ja. Ohne Scheiß, ja. Im wahrsten Sinne. Ja. Wir zimmern dir gleich mal einen Kaffee rein. Dann drückt es ein bisschen. Beste. Alle zerstört. First time after how long? 2 months. Really? Der ganze Weg so, Freunde. Man kann nichts mehr sehen. Nur noch Niesel und Wolken und Pause machende Menschen. Wozu wir natürlich nicht gehören. Und hier war letztes Mal komplett Sonne, als wir den Weg hochgelaufen sind. Mit Sonne sterbe ich einen doppelten Tod. Entweder verbrenne ich oder ich verlaufe. Oder verblase. Oder verblase. Aber keine kriegt mich klein. Wo kommt denn der Optimismus auf einmal her? Liga ist nicht mehr da. Ich muss jetzt hier beide Rollen einnehmen. Immer Pessimist und Optimist. Was stratzt da hoch hier? 5 Stunden schon? 3 kommen noch. Den leichtesten Part haben wir jetzt geschafft. Und alles, was jetzt kommt, ist leichter als morgen. Ist leichter. Ja, super. Aber was tun wir nicht? Rumheulen. Und aufgeben. Das wollte ich hören. Damit hat jetzt natürlich keiner gerechnet. Es schifft, Leute. Es schifft. Und natürlich keine Regenjacke mit, das ist zum Kotzen. Suga hat nicht mal eine Jacke mit. Hier unten steht schon ein kleiner Flusslauf, weil sich das alles oben sammelt. Heftigst ist natürlich, oben ist eiskalt. Sprich, die Sachen trocknen auch nicht mehr. Neue Challenge. Zwei Monate kein Regen, habe ich gehört. Dry Season. Dry Season. How often do I have to do this? As
Yes, we need a menu. Just keep on licking it. Every 5 seconds, please. Shit. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Nice, jetzt liegt das hier auch schon durch. Alle suchen hier Shelter. Alter. Regenguss des Jahrtausends. Leute, ein kleiner Lichtblick. Nur noch 2 weitere Stunden, bis wir angekommen sind. Wir haben hier ein bisschen Glühwein. Schön wär's. Schnaps könnte ich jetzt vertragen. Ich hab was dabei. Ich hab ja ein Totband. Das ist der falsche Weg der Schadensbekämpfung, Bruni. Er hat sich gerade eine halbe Flasche Reisschnaps reingepfiffen. Kurzfristige Schmerzbetäubung. War echt spaßig, ne? War ja echt spaßig so, ne? Bis der Regen kam. Ich hasse Regen wie die Pest, Alter. Von mir aus, Alter, kann's niemals regnen. Scheiß auf Regen. Scheiß auf die Natur, ne? Ist so, Alter. Alles vertrocknen. Ist so. Diese Pflanzen bringen auch nichts. Ganz ehrlich, was ist das für ein Gerüst? Wer hat diese Stangen hier hochgetragen? Und dann hier, soll das zum Stabilisieren sein? Los, du Hund, beweg dich. Jetzt geht's los. Es geht los. Anfang vom Ende. Alter, hier den Berghang hoch, sag mal. Hä? Das war letztes Mal nicht. This is quite dangerous here. Hast du es gehört? Das? Oh. Super strong. Very easy. Very easy. Danke, Mutter. Und da. Sehr solid. Solid, complicated. Yes. Ich mag es ja. Ey, ich dachte, hier oben ist wolkenlos. Hustekuchen. Blowy Cake, Brudi. Shit. Krass. Man kann nichts sehen. Oh, what? Oh mein Gott. Aber egal. Wir haben es geschafft. Genau 2600 Meter Höhe. Sauf heute ein Bier. Scheiße, Alter. Ich hab das schon gesehen da hinten. Bin Tag, Alter. Kann man kaufen? Ich knippel mir eins rein. Ey, hier oben regnet es halt auch, ne? Das wird tough, Digga. Morgen, keine Ahnung, 3-4 Grad. Nachts und nur nasse Klamotten. Tschüssikowski. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Na? Ne? Ich hoffe, das ist nicht die Reisweinflasche. Spaß. Alles gut? Ja. Yeah. How are you, bro? Very good. You did it. You did I it. Did it. Very good. I'm very proud of you, bro. You're already 1 hour in here. No. No, 2 hours maybe. Gut aussehen ist was anderes. Wir haben 2 Uhr morgens. Das ist der härteste Teil, steht uns jetzt bevor. Alter, wie geht's dir körperlich? Also ich habe auf jeden Fall Schultern, Beine spüre ich. Ja, du siehst ja richtig gut aus. Digga, ich habe den höchsten Pickel in der Fresse, Alter. Es hat ja gestern über mehrere Stunden extrem stark geregnet. Und wie wir es hier im Vorzelt sehen, es ist alles nass, jegliche Klamotten, alles, was wir mitgenommen haben, ist klitschnass. Ich habe jetzt ein Wechselshirt noch gehabt, das war so semi, alles so ein bisschen klamm. Und wir haben jetzt einen Teil der Klamotten, was wir heute anziehen wollen, mit in die Schlafsäcke reingedrückt, um es zu trocknen und um es aufzuwärmen. Und ich muss sagen, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Das heißt, ich habe jetzt immerhin ein T-Shirt. Die Sache ist, es ist arschgeil, es ist wahrscheinlich 4 Grad draußen. Also die Voraussetzungen sind ziemlich bescheiden für den extremen Anstieg, den wir jetzt gleich haben. Körperlich, mental. Ein bisschen angeschlagen und deswegen werden wir uns jetzt mal ganz kurz ein paar Vitamine pfeifen. Uch! Terima kasih! Oh, da haben wir unsere Vitamine. Shake it, baby. Seid ihr eigentlich schon wach im Nachbarzelt? Wir schlafen noch die Kontrolle. Ja, spätestens jetzt. Alles eiskalt! Geil. Wie schaut's? Eigentlich nicht schlecht. Digga, alles richtig gemacht. Ich nicht. Meine sind klitschnass. Ich würde das auch nicht als Schuhe bezeichnen, Alter. Was ist denn hier drin? Die fallen schon auseinander. Ich sage hier. Sonst barfuß. Rudi, barfuß im Berg hoch. You can continue with AD, yeah? Okay. Or during your track, okay. Because my kid today, they have a big sick. Oh, then
my big family, they call me. Yeah. I'm going down. Oh, you're going down again? Yes, going to hospital. Okay, okay. Yeah. I'm sorry, brother. But it's okay. Good energy. But your team and then Adi, they always follow you. Okay, okay. Okay. Wonderful. And Adi knows where to go, right? Oh, Adi yes. Of course. Adi, they do every week. Okay, okay. Come to this place. Einen bedeutenden Teil des ersten Parts hinter uns. Hier ist mega anstrengend, sehr, sehr sandig. Und wir merken, dass die ersten mentalen Spielchen mit unserem Gehirn gespielt werden. Suga wollte gerade schon aufgeben. Ich habe noch nicht gekackt, immer noch nicht, Leute. Ich bin nur am Furzen, also die ganze Zeit. Ich habe das Zelt so voll gefurzt. Bin ich nicht sehr stolz drauf. Also irgendwie schon ein bisschen, aber... Puma-Käfig. Suga meinte, er geht zurück ins Camp, weil er Husten bekommt. Natürlich hat er auch einen leicht negativen Impact dadurch, dass er raucht. Aber jetzt müssen wir zusammenhalten. Denn nur zusammen werden wir dieses Game hier schaffen. Zweiter Tag ist übel mit Blase. Alter, die Dinger unter den Füßen sind richtig scheiße. Man kann auf dieser Höhe schon nicht mehr richtig sprechen. So, are you okay? Ja, ja. Adi? Yes. Halfway? I know. Ja. Liebe Leute. Ich hab's geschafft. Der Peak ist hier vorne. Aber das sind nur noch 20 Meter von hier. Den allerletzten Schritt möchte ich gleich mit dem Team gemeinsam symbolisch gehen, um diesen heftigen Hike gemeinsam zu beenden. Und die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich habe es tatsächlich vor Sonnenaufgang geschafft. Raffi war eben noch kurz hinter mir. Alle haben sich echt gut geschlagen, ey. Ich kann nicht. Ich guck mich diese Aussicht an. Ich hoffe, die Sonne kommt jetzt schnell. Es ist so unfassbar kalt. Alle meine Sachen sind nass, wie schon erwähnt. Ich habe nur ein T-Shirt drunter und noch so einen dünnen Sarong rumgewickelt. Oh. Mega stolz. Da sind sie. Gleich geschafft. Almost made it! Where's Suga? Too long. Really? Halfway into the easy way. He said he couldn't do it anymore. No! So kurz vorm Aufgeben. Dann nach Hochtemeter. Alter, es ging nicht mehr. Blasen taten weh, es war kalt, keine Kraft mehr. Und wie stolz bist du jetzt? Das kann ich gleich erst ermitteln. Ich brauche eine Minute. Digga, schöner Hoodie. Hast du wenigstens den Hoodie mit an den Peak gebracht? Ich habe ihn nicht mitgenommen. Meiner aber klitschnass. Das ist Sugas. Ich habe zwischenzeitlich lange gewartet, aber Raffi kam einfach nicht. Und es war so kalt, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht stehen bleiben. Ja, ich bin komplett nass. Und ich hatte halt echt so ein, zwei Momente, da war ich echt eine Lethargie, ne? Da war ich echt, da hat sich alles ein bisschen gedreht, ging gar nichts. Ich habe jetzt wieder richtig Power bekommen, wo ich so gesehen habe, die Sonne kommt langsam. Das hat mir wirklich Motivation gegeben. Ja. Aber ich hatte wirklich so ein, zwei Momente, da habe ich gedacht, ey, es geht nicht mehr. Und ich habe schon echt viel von so einem Scheiß gemacht, ne? Aber das hier, ich glaube, das ist 30% Mount Everest-Besteigung hier. Also nicht Basecamp, sondern? Nee, also wirklich Mount Everest. Also ich glaube, das hier ist so 30%, 20-30% kommt das ungefähr an die Besteigung von Mount Everest dran oder sonst irgendwie im 8000er. Das ist echt eine heftige Nummer. Nochmal symbolisch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Schön, dass wir es geschafft haben. Alter, ey. Was machst du hier mit uns? War hart, Digga. Das war echt hart. Aber wir haben es geschafft. Schaut doch dieses Gesicht an. Überleben gerettet hier hoch. Das ist ein Gesicht, das Qualen erlitten hat. Aber wir haben es geschafft. Power, Leute. Jetzt müssen wir sogar gleich aufgabeln auf halbem Wege. Da liegt er irgendwo. Hängt im Baum. Rinjani!
Wir haben noch eine lange Strecke vor uns. Da haben wir gecampt. Gleich gehen wir runter bis zum Lake. Und dann gehen wir anschließend da oben. Irgendwo hier werden wir zelten. Aber was wunderschön ist, die Sonne tippt jetzt gerade hier über den Rimrand rüber und wir sehen den Vulkanschlund unten im Zentrum des Vulkansees. Wir sehen, dass er aktiv ist. Wir sehen, wie der Qualm hochsteigt. Früher konnte man tatsächlich auf den Krater noch drauf. Jetzt inzwischen nicht mehr, weil er aktiver geworden ist und er ist viel zu heiß. Papalap. Das war mein Ziel. Ich wollte zum Sonnenaufgang oben sein. Das habe ich geschafft. Jetzt muss ich mir ein neues Ziel setzen, weshalb ich nochmal kommen muss. Schaut euch das an. Was für eine brillante Aussicht. Und jetzt geht's abwärts. Ja, wieder zurück. Leute, das muss nicht sein, ey. Wenn man den Campingplatz aufräumt, kann man gerne auch den Müll mitnehmen. Hanschur? Hanschur? Tapi bagus? Bagus. Sangat senang? Sardi sudah turun dia? Iya, tahu. Iya. Ya. Sudah berbicara hari ini pagi. Mau bagus untuk anak Sardi, oke? Okay? Ya, oke. Oke. Kami mehr. Ich merke gerade jeden Knochen in meinem Körper. Ja, geil. Dass du die Knochen spürst, ist ein Zeichen, dass du noch nicht ausreichend trainierst. Ja, ich bin gerade wie ein Bekloppter hier runtergerannt, Alter. Ich auch. Wie ein Irrer. Ja. Ich war so tief hier in dem Gestein, in dem Sand, in dem keine Ahnung was, Alter. In dem Gestein, dann wären die Beine ja gebrochen. Aber ja, diesen kleinen... Let's see. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Mal gucken. Oh. Yes. Ja, so sah es bei mir auch aus, ey. Oh, schön. Sara Panzaya. Ja. Pasir Hitam. Pasir Hitam. Oh, yummy. Terima kasih banyak. Sama, sama. 2 Stunden später. Auch auf heißen Kohlen, ey. Oh, Alter. Jeder Schritt. Das tut so weh. Oh, Bro, ey. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil ich hatte das nämlich am Ende der letzten Reise. Nur wir sind leider nicht am Ende angekommen. Wo ist eigentlich dein Gandalf-Stab? Ja, hier oben gelassen. Als Zeichen, dass ich da war. Geil. Dein Fähnchen gesetzt, ja? Du bist das ja auf, Alter. Zeig mal her. Oh. Ja. Den Gian ist nicht für schwache Nerven. Aua. Komplett gefickte Arme, Alter. Der ist komplett zerrissen, ey. Lassen wir ihn hier. Notschlachten. So, liebe Leute, alle Sachen sind gepackt. Wir haben das Ganze ein bisschen ausdiskutiert. Der liebe Linus kann die Reise leider nicht fortsetzen, weil die Blasen zu intensiv schmerzen. Und das macht natürlich keinen Sinn, jetzt den ganzen Weg runter in den Krater bis zum See und dann nachher heute Abend vor dem Sonnenuntergang wieder hochzuklettern, weil das wird dir die Füße zerreißen. Außerdem siehst du so aus, als hättest du einen leichten Sonnenbrand im Gesicht. Das sehe ich jetzt gleich wie ich. Ja, ja, ja. Nein, also es ist einfach, es ist scheiße. Alles andere, wenn man jetzt weitermacht, wäre mehr eine Qual, als statt man das noch irgendwie einen Spaß daran finden könnte. So scheiße das ist, muss ich jetzt den Weg nach unten wieder antreten. Ganz nach unten. Das heißt, du wirst dich jetzt nochmal runterquälen. Ja. Aber dann sehen wir uns morgen, wenn wir drei, wo ist Suga? Ach, Suga ist dahin. Wenn wir drei dann durch den Regenwald wieder nach Senaro zum Lighthouse zurückkehren, dann wirst du da wahrscheinlich chillen und Party machen. So, unsere Wege trennen sich. Ich wünsche euch viel Spaß. Have fun, guys. Schön trotzdem, dass du dabei warst, Bro. Ja. Das nächste Mal müssen wir eben nochmal machen. Genau. Du hast es mit Absicht gemacht. Komm, nur damit du nochmal wiederkommen kannst. Bye. Bye. Ciao. Am nächsten morgigen Tages, bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten. Tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, wo Osten ist. Pass auf dich auf, Bro. Dir auch. Viel Spaß. Terima kasih. Und für uns geht's jetzt Gdanau to the lake. Dass wir Sicherheitsseile sind. Wenn das der TÜV sieht, dann wird der Berg abgerissen. Guten Appetit! Bon Appetit! Salam makan! Oh, geil!
mir richtig schöne Suppe jetzt. Es ist richtig kalt geworden. Die haben gerade da hinten das Essen zubereitet. Jetzt geht's gleich runter zum See. Ich hoffe, wir sehen was. Endlich mal. Pessimistisch? Nee, es ist ja bewölkt. Also es macht meteorologisch keinen Sinn. Doch, 200 Meter tiefer, da können die Wolken ja weg sein. Also einen Pessimisten kann man ja nicht gewinnen lassen, ne? Das war kein Pessimismus, das war einfach nur Intelligenz. Ich hätte nicht gedacht, dass hier in dem See Fische leben, um ehrlich zu sein. Die wurden hier auch gedroppt. Und vermehrt, ja. Nein, also ich meinte eher, dass Fische hier überhaupt überleben können, weil ich hätte gesagt, dass das Wasser ja durch den Vulkan relativ schwefelhaltig ist, giftig ist. Die Frage besteht natürlich, aber vielleicht stehen die einfach auf Fisch mit Schwefelgeschmack oder es ist vielleicht auch extremst einfach, die zu angeln, weil die an der Oberfläche schwimmen. Tot. Wir haben leider nicht so viel Zeit. 3:30 und wir brauchen 3 Stunden bis oben. Das heißt, wenn wir jetzt starten, kommen wir im Dunkeln oben an. Eigentlich wollten wir noch zu den Hot Springs und Drohne fliegen hier. Manu, diesmal lief nicht so wie geplant. Jetzt, wo es gerade mal wieder ein bisschen aufzieht. Schau mal, da campen wir heute. Easy, right? Nein! Haut euch diesen Aussichtspunkt an. Wahnsinnig schön, aber auch wahnsinnig steil. Es geht hier direkt runter. Schau mal, direkt hinter dem kleinen Gebüsch, gefühlt ja, ein paar hundert Meter. Deswegen halten wir uns doch mal lieber an dem TÜV geprüften Seil fest. Urche! Holy! Und jetzt kommt hier dieser abgewrackte. Ich muss dir vorstellen, letztes Mal hat die gewackelt beim Hochgehen. Adi, how many times have you been on Rinjani? Many times. You don't know? I don't know. Really? So like 100 or 1000 times? I think more. More than 1000? Oh, okay. Okay, how many times per week? Per week can be like 3 times. 3 times in the week. And for how long are you guiding? Guiding just this year. Then before I do guiding, we do like a porter. Ah, so you were porter before. Yes. That's why you're so super strong. You're a superhero. Can you tell me, where did you take the shower? Many shower already. I think I'm sour all the time. Sweat shower? Wir haben es nicht geschafft. Vor Sonnenuntergang. Aber es ist die letzte Treppe. Ich weiß auch nicht. Die Zelte sehen so aus, als könnten das unsere sein. Digga, wir könnten sogar da oben noch irgendwo sein. Das wäre zu viel. Aber egal. Lass dich mal kurz drücken, bitte. Wir haben es geschafft. Den heutigen Tag. Junge, 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 ey. Anstrengender geht's nicht. Se muasse hat Zuga ist angekommen. Oh, you're smoking. We did it, bro. Thank you, bro. Ja, wunderschönen guten Morgen, Leute. Komplett zerstört. Wachen wir jetzt auf der anderen Seite auf. Gestern Abend sind wir schon im Dunkeln angekommen, gar keine Sicht gehabt. Alles ist frei. Frühstück steht auch schon bereit. Klamotten sind leider noch nass, aber die Sonne bricht gerade ein, sprich. Guten Morgen, Raffi. Alter, ja, ich glaube, so geht's hier jedem. Jeder ist hier einfach nur Zombie. Raffi hat gerade hier seine Klamotten zum Trocknen an unserem Klo aufgehängt. Ich hoffe, es wird alles noch trocken, weil sonst müssen wir nassen Klamotten wieder runter. Schaut mal von hier. Ja, ist ein bisschen weit weg, aber man kann so richtig schön ins Tal runterschauen. Wir sind jetzt auf der Rückseite des Berges, bis hinten zum Meer hin. Da drüben sind die Gillies. Ich glaube, letztes Mal haben wir irgendwo noch hinter diesem Berg oder oben drauf gecampt. Da hinten haben wir auch Agung und Batur, die zwei Vulkane auf Bali. Oh, Zerstörung pur. Was ist am schlimmsten bei dir? Waden auf jeden Fall. Also ja. Waden ist am schlimmsten. Ja. Aber sonst geht's eigentlich. Ist halt die ganze Zeit bist du halt am Kontrollieren der Füße, weil du hier, weil der Weg ist so uneben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und auch so unterschiedlich. Ne? Ja. Es gibt so verschiedene Parts, wo du dann erstmal auf spitzen Stein läufst und dann bist du wieder in weichem Sand unterwegs. Dann musst du hier wieder über dich an Gräsern festhalten und hochziehen. Also es ist verrückt, aber geil. Geile Experience. Würdest du nochmal tun? Nein. Habe ich letztes Mal auch gesagt. Ja, jetzt sind die Wolken weg. Raffi? Uns lass doch jetzt noch mal runtergehen zum See. Jetzt sind die Wolken weg gerade. Hau ab! Ich muss sagen, wir haben sehr viel Glück gehabt mit unseren Portern, dass sie so gutes Essen zubereiten können. Hier sind gerade schon Leute, die jetzt schon aufgebrochen sind, sehr neidisch an unserem Camp vorbeigelaufen und haben gesagt, warte, ist das euer Frühstück?
unser Frühstück war quasi so ein kleiner Crepe. Die haben so einen Crepe gekriegt und wir so richtig mit Sandwiches belegt, Tomaten, Käse, alles drum und dann mit Früchten und so. Also ich kann euch sehr ans Herz legen, auch mit Sadi hier hochzugehen und seinem Team. Wenn ihr euch challengen wollt, wenn ihr über euren eigenen Schatten springen wollt, wenn ihr euren Schweinehund mal so auf extremst überwinden wollt, kommt nicht hierher, denn ihr werdet es nicht schaffen. Nein, Spaß. Wir haben gerade gesprochen. Wir gehen davon aus, dass es womöglich das Härteste ist, was unser Körper jemals durchlebt hat. Jetzt das zweite Mal für mich. Das ist auch was Schönes. Erstmal haben wir uns überwunden und zweitens, es ist egal, wie hart das Leben jetzt im Nachhinein wird, es wird niemals so hart sein wie hier. Es sei denn, du willst auf den Everest oben auf die Spitze. Und selbst dann habe ich das Gefühl, das könnte ein Spaziergang werden. Nee, Digga. Spaß. Labert mich nicht voll, macht's einfach. Ja, genau. Aber sagt auch die Tour, die wir gemacht haben, ne? Also hier rauf, zum See runter und dann wieder hier rauf, ne? Nicht einfach rauf und dann wieder schön nach Hause zurückspazieren. Ne? Schöne Grüße an Linus. Der arme Kerl, Alter. Wir haben dir eine Überraschung mitgebracht. Stinkige Klamotten. Geil. Schön dich zu sehen, Brudi. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ja? Läufst du wieder? Ich lauf so. Also, so geht's. Wenn ich hier so durch die Gegend latsche. Aber. Stressig. Wie lauft ihr? Lauft ihr nur noch auf allen Vieren? Also wir laufen quasi nur noch auf Stelzen. Es ist alles kaputt. Sei froh, dass du dich entschieden hast, in den Konditionen zurückzugehen, weil das wäre very painful geworden. Aber jetzt hast du ja noch mal einen Grund, wiederzukommen. Ja, und du auch in 3 Jahren spätestens noch mal mit mir nach oben zu gehen. In 3 Jahren? Wir hätten gedacht, spätestens. So nächste Woche oder so. Liebe Leute, wenn ihr euch fordern wollt, try it. Wenn ihr so eine Visage am Ende des Trips haben wollt, try it. Wenn ihr so kaputte Füße haben wollt, try it. Ganz ehrlich, so hart es auch war, so viele Schmerzen wir jetzt hatten, bei dir ist vielleicht ein bisschen blöd, aber so viel Spaß hatten wir auch. Wir werden Tage und Wochen lang jetzt darüber erzählen können, was uns alles passiert ist. Ne, Raffi? Besonders du. Ich muss jetzt erstmal meine Schuhe fertig machen, denn ihr wisst, Leute, zuerst das Ross, dann der Reiter. Okay. Mit diesen Worten gehen wir zurück ins Studio. Liebe Leute, unten in der Beschreibung für euch auch nochmal Sadi und sein Team verlinkt. Checkt das sehr, sehr gerne mal aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Stay positive wie immer und tschüssi. Kowski? 50, guckt ihn euch an. Das kann er doch nicht ernst meinen. Zurück in den Dschungel.